Willkommen zurück zu Moon Hunters mit dem Druiden. Wir sind hier immer noch im Lager. Und ich weiß immer noch nicht, auf was der Boy so skaliert, ne? Anscheinend normaler Angriff, aber man weiß es halt nicht. Irgendwie strange. Kochen machen wir nicht. Ich glaube, wir machen mal wirklich Jagd. Enkidu geht auf die Jagd und bringt leckeres Fleisch zurück. Enkidu gewinnt 5 Stärke und 2 Mut. Ein größerer Schatten nähert sich dem Lagerfeuer. Hallo nochmal. Oh Gott, die nicht schon wieder. Oh Gott. Ich bin froh, dass dies dein Lagerfeuer ist. Ich musste den Flüsterern im Dorf entkommen. Okay. Du wirkst wahnsinnig stark, Enkidu. Wie wär's mit einer Runde Armdrücken für einen Kuss? Wir akzeptieren. Witzig. Ihr beginnt das Armdrücken und obwohl es lange dauert, gewinnst du schließlich. Sie kichert, als du sie auf die Wange küsst. Vielen Dank für die schöne Zeit. Ich sollte wohl lieber zurück zu meinen Kindern gehen. Gute Nacht. Oh, nice. Nochmal 5 Stärke und den Ruf, stolz zu sein. Cool. Bei Sonnenaufgang nähert sich eine Gestalt dem Lager. Oh, nicht der Typ. König Mardok verkündet, dass der rechtmäßige Sonnengott hiermit die Verführerin, die Mondgöttin besiegten, zerstört hat. Was ist sein scheiß Problem? Allen Stämmen ist es gestattet, König Mardok Treue zu schwören. Du musst allerdings sterben. Bereite dich auf das Ende vor, nach 3 Sonnenaufgängen. Och man. Ist es wirklich jedes Mal dasselbe? Jedes Mal derselbe Kack, den man machen muss? Das ist ja langweilig. Irgendwie ein bisschen blöd. Wir fragen mal, warum. Ja? König Mardok hat jahrelang heimlich auf ein neues Zeitalter der Erleuchtung und Zivilisation hingearbeitet. Ein Zeitalter der Sonne, in dem alle Stämme vereint werden. Du repräsentierst, was früher war, Idole, Chaos und Anarchie. Aber es gibt nur eine Wahrheit und er wird triumphieren. Es ist vorbestimmt. Der Kultist stolziert dem Sonnenaufgang entgegen. Könnte die Königin des Himmels wirklich zerstört sein? Sicher gibt es eine andere Erklärung. Och nee, noch 3 Tage. Ach, das ist doch lame. Ach, okay. Naja, eine andere Wahl haben wir ja nicht, ne? Müssen wir uns das antun. Ich hätte halt Bock noch auf hier unten. War hier nicht irgendwo? Ah, hier. Salztonebene. Salztonebene, okay. Man sollte auch lesen können. Ich glaube, da gehen wir jetzt hin. Mal viel weiter komme ich nicht mehr. Wobei, hier haben wir auch noch was, ne? Stätte des Sonnenkults. Ja, vielleicht können wir da mal hingehen und Action machen. Mit denen quatschen. Alles klar. Ihr habt auch richtig Bock auf mich, ey. Alles klar, das war nur ein bisschen eng. So, was haben wir hier? Es könnte immer schlimmer werden. DFQ. Jo, könnte tatsächlich immer schlimmer werden. Wow. Chill mal. Muss man halt nur noch treffen, ne? Okay, man kann die gut weghalten. Mit dem Verlangsamen. Das ist natürlich nice. Puh. Hat funktioniert. Gegen einen. Also, wer bist du jetzt? Hallo. Ein Sonnenanbeter. Was? Was willst du? Die heilige Sonne lässt unsere beiden Seelen brennen. Aber nur einer von uns verdient es. Wir machen mal Mondanbeten, ich will nicht direkt töten. Der Kultist spuckt auf den Boden vor deinen Füßen und murmelt aggressiv vor sich hin, als er weggeht. Ja, nochmal Glück gehabt, Alter. Dass er nicht fighten wollte, der Typ. Hätten wir den gemacht, Alter. Easy. Die Knochen wirken uralt und zerbrechlich. Jemand mit mehr Rachsucht würde sie sicher zerstören wollen. Na, schade, dass wir nicht genug Rachsucht haben. Ich würde das Ding jetzt gerne kaputt machen. Okay.
Ah, ein bisschen Leben, nice. Okay, ziemlich leer. Ah, nice. Ah, die haben irgendwo ihr Nest. Ist natürlich jetzt ziemlich blöd. Müssen erstmal das Nest finden, glaube ich. Also man könnte sich hier heilen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier in euer Gesicht, Jungs. Ups. Okay. Ja, die Wolfsform ist nicht verkehrt. Finde ich zumindest bis jetzt. Okay. Brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Leben. Nichts. Hm. Okay. Sollen wir heilen? Ich glaube, wir heilen, oder? Mit dem Leben wird das sehr riskant. Da liegt was auf dem Boden. Notizen. Kann man sich angucken? Nee. Ah, Arena. Ja, kannst du auch mal herkommen? Danke. Wow. Alter, ist nicht euer Ernst, oder? Ah, nice. Ihr könnt... Ihr seid davon immun, oder was? Ja, ist klar, Leute. Ist klar. Oder? Ne, die sind davon wirklich nicht betroffen. Die Spastis. Oh, lol. Ja, dann kiten wir die halt ein bisschen. So dumm, wie sie aussieht. Zum Glück regenerieren die nicht, aber schade, dass wir nicht regenerieren. Würde ich viel cooler finden. Schade, dass sie nicht verlangsamt werden können. Das nervt mich so ein bisschen. So, einer down. Puh. Wir sind noch alle down gekriegt. Anstrengend war es auf jeden Fall. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Leben. Fuck. Auf jeden Fall keinen Bock zu sterben. Also ich könnte mich jetzt immer noch darüber auslassen, dass der Storystrang immer noch derselbe ist. Oh Gott, Leute. Hey. Alter, was skalierst du, wenn du keinen Schaden machst, Mann? Holy shit. Ja, toll. Okay, der Druide macht ultra wenig Schaden. Gefühlt. Oder es ist einfach wirklich die Wolfsform, die so viel Schaden macht. Aber es ist relativ schwer, mit der zu steuern, habe ich das Gefühl. Oh, hier brennt's. Hallo. Leben, nice. Noch mehr Leben, nice. Noch mehr Leben, nice. Volles Leben. Oh, nicht schon wieder eine Arena? Was? Zwei? Oh Gott. Ah, Mardok. Okay. Ja, nicht Mardok, der Sonnentyp. Du gehörst einer Dämonin, Enkidu. Nur wenn du Reue zeigst, kannst du erleuchtet werden. Oh, diskutieren wir erstmal. Bleiben wir noch nett. Deine Göttin hat dich verlassen. Akzeptiere, dass du nicht würdig bist. Ein vernarbtes Wesen kommt zum Vorschein. Toll. Seine Augen sind finster und... Oh Gott, ey. Digga, ist nicht dein Ernst, oder?
Ah, du dashst aber nur in eine Richtung. Dann bist du ja noch relativ easy. Oder? Okay. Wow. Aha. Alter, der hat's drauf auf jeden Fall. Das ist ein cooles Vieh. Also der gefällt mir bis jetzt. Oh, der ist an sich selbst hängen geblieben. Ist natürlich auch nice. Schon wieder. Bleibt er an sich selbst hängen. Wie geil. Der Boy. Also irgendwie hängt er an so einer imaginären Wand. Aber das kann uns recht sein, weil er ist jetzt nämlich down. Cool, hat einen Erfolg gebracht. Wo ist der Kultist hin? Die Abwesenheit der Mondgöttin muss die Männer wahnsinnig machen. Oh, wow. Einmal hier. 50. Und nochmal ein paar. Puh. Hätte durchaus schwieriger sein können, der Kampf. Also er war relativ easy, muss ich sagen. Zumindest kam es mir jetzt halt auf jeden Fall so vor. Hätte ich nicht gedacht. Nice. Wir haben mal ein Event, was wir noch nicht hatten. Ein neues Event. Sehr gut. Hey, 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 ihr kleinen Rabauken. Oh Gott, du auch. Alter, Digga, chill oder ein Leben. Ja, wenn man noch treffen würde, wäre auch geil, ne? Wir müssen gucken, was wir upgraden können bei einem Händler, ne? Hab ich noch gar nicht geguckt. Oh Gott. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja, beruhigt euch. Mal gucken, was wir verstärken können. Oh nein, 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 bleibt. Oh. Da irgendwo ein Nest, oder? Oha. Können wir den angreifen? Gut, wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen dumm, ne? Wegen unserem Leben. Ich glaube, wir kommen gleich nochmal hierher. Für den Fall, dass wir noch ein bisschen Leben finden. Wobei hier jetzt schon der Ausgang ist. Na, dann. Quatschen wir kurz mit dem da unten. Mal gucken, ob er angreifen will. Als sich näher sprüht der Löwe, ohrenbetäubend laut. Jemand, der tapferer ist, könnte ihm vielleicht näher kommen. Okay. Sind wir nicht tapfer genug? Dann mal ab ins Lager. Jo. Haben uns hier komplett umgesehen. Hier gab es keinen Händler. Einstiger Ozean. Es heißt, dass Enkidu... Oh, Tapferer. Jetzt haben wir Tapfer gekriegt. Es heißt, dass Enkidu mit den Schultern zuckte und Kopfstand übte, als der Sonnenkult ihn bedrohte. Enkidu trotzte dem Sonnenkult und symbolisierte so Tapferkeit. Nice. Wir machen wieder Jagen. Ja, ich gehe mal Richtung Stärke. Enkidu geht auf die Jagd und findet genug Fleisch für ein Festmahl. Enkidu gewinnt 7 Stärke und 5 Mut. Ein schlanker Schatten nähert sich dem Lagerfeuer. Easy Mut, okay. Tut mir leid, dass ich dich vorhin nicht richtig begrüßen konnte. Aber nun ja, ich habe wohl nicht genug gebetet. Die Königin des Himmels, manchmal fürchte ich, dass sie tot ist. Dass die Sonne ihr Werk beendet hat. Wir beruhigen sie. Ich weiß, ihre Macht wird ewig andauern und ihr Wissen ist unendlich. Ich bin schwach und lasse mich schnell einschüchtern. Danke, ich werde versuchen, so tapfer wie du zu sein. Enkidu gewinnt 5 Ausdauer und hat den Ruf, tapfer zu sein. 5 Ausdauer? Nice, maximale Gesundheit geht hoch. Ja, noch 2 Tage, beruhig dich. So, wir haben das jetzt auch noch gemacht. Ich wollte ja ursprünglich... Genau, Salztonebene wird unser nächstes Gebiet wahrscheinlich sein. Wobei ich noch einen Händler bräuchte, aber das wird wohl danach kommen. Das heißt, machen hier die Ebene. Ah, hier unten wollte ich auch noch hin. Das wird aber in 2 Tagen nicht reichen. Es sei denn, ich gehe jetzt hier hin. Und schalte vielleicht einen Weg hier unten runter frei zu dieser Höhle.
Dann können wir das hier oben nicht machen. Ja, machen wir erstmal das hier. Aber. Genau, ich mache hier erstmal einen Cut wieder und beende die Folge. Ja, können wir hier auf jeden Fall einen Schnitt machen. War jetzt wieder sehr spannend. Ja, haben wir wieder einiges an Action gemacht. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter zur Salztonebene. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!